Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade in der Fahrzeughalle von der Feuerwache 1 hier in Königsberg. Ihr seht, das Wetter ist alles andere als schön. Orkan Sabine ist nämlich aktuell hier auch in Königsberg vertreten und ja, wir haben jetzt 12.17 Uhr. Bisher wurden wir noch nicht alarmiert, aber das kann sich ja schnell ändern. Wir haben auf jeden Fall unseren Krisenstab zusammengetrommelt, der ist oben am Tagen und wir sind währenddessen hier unten in der Fahrzeughalle als Gerätewart und haben uns einmal um die Fahrzeuge gekümmert, dass die auch alle technisch in Ordnung sind, einsatzbereit sind. Deswegen haben wir mal eben die Fahrzeugüberprüfung gemacht, ob alles am richtigen Platz ist, etc. Also sieht alles sehr gut aus. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen mit der lieben Sabine. Uch, wer hat denn das Licht hier angelassen? Machen wir mal das Licht hier aus. Was ist das denn angewiesen? Da war der Motor an. Gute Frage. Naja, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Bestimmt habt ihr es mitbekommen. Sabine hat ja hier echt für Probleme zum Teil gesorgt. Es gab Chaos bei der Deutschen Bahn. Ihr hattet zum Teil schulfrei heute am Montag. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schulfrei hattet oder halt nicht. Ob es bei euch sehr stürmisch war oder ob es bei euch sich noch in Grenzen hielt mit der lieben Sabine. Hier war es zum Glück nicht ganz so schlimm. Es sind zwar einige Äste runtergekommen, aber jetzt nicht so viele Bäume, die entwurzelt wurden. Und da hören wir auch schon den Alarmgong. Leitstelle Königsberg mit einer Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Königsberg. Königsberger Straße 74, dort mehrere Bäume auf der Fahrbahn. Es rücken aus ELW 1, HLF 201, LF 20, DLK, TLF. KDOW, Leitstelle Königsberg, Ende mit der Alarmierung. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Technische Hilfeleistung müssen wir einmal ausrücken. Wir fahren da jetzt mal mit dem ELW 1 hin. Ist ja auch gar nicht so weit entfernt, die Königsberger Straße 74. Das ist nämlich Richtung Shop und da liegt wohl ein oder mehrere umgestürzte Bäume, die von Anrufern gemeldet wurden. Dementsprechend fahren wir da jetzt einfach mal hin. Und hoffen, dass da nicht allzu viel liegt und dass kein Auto drunter liegt. So, wir rücken einmal hier aus. Okay, hier seht ihr es schon. Also, hier liegt zumindest schon mal ein umgestürzter Baum. Wir machen mal kurz eine Lageerkundung. Ah, ihr hört hier auch die orkanartigen Böen, das ist nicht schön. Okay, also 1, 2, ich würde schon sagen, was ist das denn für ein Schild? Okay, Fahrräder verboten. Da ist jetzt noch ein Baum, der könnte hier runterrutschen, da müssen wir mal schauen. Da ist noch einer. Okay, also 4 Bäume aktuell von der Lageerkundung. Gut, wichtig ist jetzt natürlich erstmal, dass wir diesen Baum hier an die Seite packen, bedeutet, wir brauchen jetzt gleich noch ein paar Einsatzkräfte hier. Wir brauchen noch die Pol, einmal für die andere Seite. Und hier stellen wir am besten auch noch ein Fahrzeug hin, damit wir das hier zumindest einmal gesperrt haben. Zum Glück sind nicht so viele Autos unterwegs. Die meisten Leute sind dank der Durchsage im Radio, Fernsehen, wo auch immer, zu Hause geblieben. Okay, dann gehen wir einmal kurz nochmal in das Fahrzeug. Und dann funken wir mal kurz die Leitstelle an. Leitstelle Königsberg für Florian Königsberg 1 ELW 1 kommen. Hier Leitstelle Königsberg. Ja, positive Rückmeldung. Nach Erkundung mehrere Bäume auf Königsberger Straße 74. Benötigen weitere Einsatzkräfte. Verstanden, 1 ELW 1. Nach Erkundung mehrere Bäume auf Königsberger Straße 74. Sie benötigen weitere Einsatzkräfte. Leitstelle Königsberg, Ende. So, ihr seht jetzt auch, die Ampel steht hier aktuell auf Rot wegen Feuerwehrausfahrt, weil da rücken ja jetzt noch ein paar Fahrzeuge aus und dementsprechend ist die Ampel auch auf Rot. Gut, was nehmen wir als nächstes? Wir nehmen als nächstes hier unser Varus TLF, den können wir gut zur Absicherung nutzen. Fahren wir auch einmal mit raus.
Wie kann man denn so stur sein? Gut, weil wir fahren jetzt einmal von der anderen Seite ran. Dann können wir direkt da hinten zumachen und dementsprechend absichern. Muss ja auch sein, weil wenn da jetzt ein Auto in die Einsatzstelle fährt, ist das auch nicht so hilfreich. Können wir nicht gebrauchen. Es gibt ja zum Teil echt ignorante Autofahrer, die denken sich, ach, da liegt ein Baum, komm, fahr einfach drumherum. Alles schon gesehen. So, okay, dann machen wir einmal Folgendes. Stellen uns hier hin. Können uns eigentlich so schräg hier hinstellen. Das soll dann signalisieren, hier ist zu. Okay, gut, dann brauchen wir jetzt gleich natürlich noch da hinten die Pole. Dann brauchen wir noch ein Fahrzeug, wo wir auch eine Motorsäge drauf haben. Und dann können wir weitermachen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt auch noch unseren Kommandowagen hier mit. Den können wir auch gebrauchen für die Koordination, zusätzliche Koordination vor Ort. Den können wir auch mit als Absperrmittel, sage ich mal, nutzen. Also wir haben vielfach bei den meisten Fahrzeugen Presslufthorn verbaut. Das liegt einfach daran, weil das ist eins der lautesten und besten Martinshörner meiner Meinung nach. So, hier vorne seht ihr die Polizeiwache. Da ist aktuell nur ein Funkstreifenwagen vor Ort. Wir fahren jetzt einfach mal hier rum. Und biegen jetzt gleich hier einmal ab. Ich weiß nicht, viele von euch sind ja bestimmt... Na, da muss ich mal kurz das Presslufthorn anmachen. Viele von euch sind bestimmt ja in der Freiwilligen Feuerwehr, im Technischen Hilfswerk, im Rettungsdienst oder in ähnlichen Organisationen. Hattet ihr viel zu tun während des Orkans oder ging das? Weil ich habe das vielfach auch auf Facebook gelesen von vielen, vielen Zuschauern, dass sie zum Teil im Einsatz waren. Ich habe das selbst hier in der Stadt bei mir mitverfolgt, was zum Teil zu tun war, und es war zum Glück für die Feuerwehr bzw. für die Hilfskräfte nicht allzu viel zu tun. Das hielt sich wirklich in Grenzen, weil ursprünglich war ja dementsprechend eine sehr, sehr große Warnung ausgesprochen worden, dass das ein sehr heftiger Orkan werden würde. Zum Glück war das nicht der Fall. Was fliegt da vorne? Habt ihr das gesehen? Da flog irgendwas, keine Ahnung. Naja. Mich wundert hier sowieso nichts mehr auf dieser Map. Alles immer sehr, sehr interessant, was man hier so findet. Okay. So, schauen wir uns auch einmal hier hin und switchen uns zum nächsten Fahrzeug. Hier ist der ELW, hier die Drehleiter. Gut, die Drehleiter könnte man theoretisch auch mitnehmen. Ja, machen wir gleich mal. Oder können wir eigentlich jetzt direkt hier machen. So, machen wir auch mal hier das Blaulicht an. Das ist nämlich unsere Knickdrehleiter. Wir haben ja noch eine von einer von einer etwas älteren Generation. Die etwas ältere Generation ist auch auf www.baustellenmods.de zum Download verfügbar. Von der Feuerwehr Königsberg. Grüße gehen raus ans FEKW Modding Team. So, ja, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Wie machen wir das am besten? Ich würde vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Wir warten mal eben hier. Huch, das war die falsche Taste. Wir warten mal eben hier und sorgen dafür, dass dieser Baum einmal entfernt wird, bevor wir dann beim nächsten mit der Drehleiter einmal arbeiten können. Okay, switchen wir uns einmal zum nächsten Fahrzeug. Jetzt müssen wir mal eben überlegen, was nehmen wir am besten mit. Also für geländefähigere Sachen ist das HLF ganz gut. Können aber auch das andere HLF hier einmal mitnehmen.
beziehungsweise LF20 ist es, stimmt. Pardon. Nehmen wir das mal hier mit. So, dann können wir uns auch einmal hier hinstellen, beziehungsweise versuchen mal etwas. Diese Leitplank hier nicht wäre, wäre das alles ein bisschen einfacher. Oh, sieht doch gut aus. Okay, prima. Können wir uns einmal hier hinstellen. Und dann brauchen wir jetzt noch den Funkstreifenwagen. Und dann können wir eigentlich auch schon starten hier mit den Aufräumarbeiten. So, wir sind jetzt in der Polizeiwache, die noch nicht ganz fertig ist. Aber das wird in Kürze sein. Wir haben ja die Bauwoche und ich denke, es werden noch zwei Videos davon kommen. Dann sollte sie auch fertig sein. So, da können wir uns einmal hier so hinstellen. Von wegen Danger, Gefahr. Heißt, diese Spur ist auch komplett dicht, weil hier ist dann die Feuerwehr dementsprechend am Arbeiten. Gut, dann setzen wir uns nochmal kurz hier rein. Okay, gut. Dann laufen wir einmal hier zum LF. Wobei, komm, wir holen mal eben noch ein weiteres Fahrzeug. Nicht das NEF, das brauchen wir nicht. Zum Glück ist nichts passiert. Wir holen das hier noch, weil das ist etwas, also das HLF 201 hier, weil das ist etwas geländefähiger. Hier hat jeder dasselbe Presslufthorn. Auch interessant. Okay. So. Ja, da müssen wir mal eben etwas andersrum reinfahren. Hat keiner gesehen. Machen wir auch einmal eben nebenher. Okay, so. Da ist alles abgesperrt. Hier ist alles abgesperrt. Da hinten sowieso. Okay. Nehmen wir einmal hier unsere schöne Husqvarna. Und fangen wir an hier alles abzusägen. Wir müssen natürlich aufpassen, nicht, dass uns hier noch was passiert. Das wäre alles andere als optimal. Da müssen wir echt aufpassen, insbesondere bei diesen Bäumen hier. So, wir entfernen zuerst mal die Äste hier. Und schneiden das mal in etwas kleinere Stücke. Hinterher kann das mit dem Traktor abgeholt werden, aber das ist dann nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist jetzt erstmal hier die Fahrbahn von diesem Baum zu befreien. Sobald wir das erfolgreich durchgeführt haben, kümmert sich halt dann der Bauhof, der örtliche Bauhof drum, dass hier, sag ich mal, alles wieder an die Seite geräumt wird. So. Ah, es ist gar nicht mehr am Regnen, oder? Nee, ach so, doch. Wollte schon sagen. Sah es gerade aus, als wäre es gar nicht mehr am Regnen, aber nee, ist doch noch am Regnen. Das ist halt das Gute, wenn man einen Helm auf hat. Das merkt man dann nicht unbedingt, ob es noch regnet oder nicht. So, hier machen wir auch einmal kurz Folgendes. Schneiden ja auch einmal durch. So, den schneiden wir auch hier durch. Wie sieht es hier aus? Okay. Müssen wir auch einmal hier die Äste entfernen. Dann hier. So, können wir den jetzt hier nehmen? Ja. Okay. Den schneiden wir auch nochmal kurz durch. Hey. Wieso will er nicht? Okay.
dann muss er hier auch nochmal eben entfernen. Weil wichtig ist, ja gut, das muss auch nochmal eben an die Seite geräumt werden. Mensch, sind das viele Einzelteile. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann können wir jetzt hier einmal unsere Drehleiter schnappen. So, die stellen wir einmal hier hin. Dann sägen wir auch einmal hier durch. Auch hier ist wichtig, dass wir aufpassen. Aber wir wollen ja nicht, dass jetzt noch ein RTW gerufen werden muss. Warte mal, können wir den vielleicht schon so anpacken? Ah, da hat sich der ganze Spinat gelohnt. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ein bisschen zurechtschneiden. Ja, hier noch einmal kurz. Dann haben wir die Straße zumindest schon mal frei. Ja, sieht doch sehr gut aus. Habe ich gerade das Schild umgerannt? Das ist eigentlich auch umsägen. Nö. Okay. Gut, wieder was gelernt. Jetzt können wir Folgendes machen. Müssen mal schauen, ob wir auch bis da vorne hinkommen. Ich wollte jetzt einmal, statt da hochzulaufen, mit der Drehleiter dahin. Dafür haben wir sie ja, die Knickdrehleiter. So, kommt sie bis dahin? Sie kommt nicht bis dahin? Ja gut, dann nicht. Weil ich wollte ursprünglich jetzt einmal hier hoch. Wir hüpfen mal eben hier hoch. Hallo. Immer dieser Vorführeffekt. Naja. Aber sonst hätte ich von hier oben aus gearbeitet. Aber gut, das ist jetzt nicht möglich. Weil das ist jetzt halt sehr, sehr gefährlich, was wir machen. Schau mal, wenn wir jetzt hier irgendwie was durchschneiden, kann es halt passieren, dass dieser Baum ins Rutschen kommt. Seht ihr das? Das ist nicht schön. Das ist halt sehr gefährlich. Muss man halt echt aufpassen. So, das rutscht auch einmal hier runter. Den schmeißen wir hier runter. Und dann können wir jetzt Folgendes noch machen. Gehen wir mal kurz auf Diverses. Machen hier so ein 30 km/h Schild einmal hin. Oh, hier ist auch schon ein ziemlicher Stau. Dann sollen die Autos hier vorsichtig fahren. Nur 30. Können wir mal eben hier noch Sicherheitsbarken hinstellen. So, warte mal. Hier war das jetzt. Okay. Ist auch nochmal so eine kleine Erinnerung für die Meisterei hier. Für die Straßenmeisterei. Und die auch sehen, okay, hier stehen jetzt Barken. Diese Bäume müssen wir dann einmal abholen. Okay. Gut, Freunde. Ja, das war's dann auch mit dem Orkan Sabine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Oh, da ist die Hälfte umgefallen. Ups. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut. Einsatzvorschläge werden wie immer gerne angenommen und gern gesehen. Dementsprechend schreibt sie einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns im morgigen Video wieder. Macht es gut, bis dahin, euer Benny.